Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Spider-Man. Und wir stehen kurz davor, vor der nächsten Konfrontation mit Martin Lee hier im Oscorp-Gebäude. Er ist hier schon drin mit seinen Leuten. Wir haben hier ein bisschen aufgeräumt draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ich bin echt gespannt, wie dieser Kampf verlaufen wird. In der U-Bahn hatten wir ihn ja ganz gut unter Kontrolle. Warum bist du so schwer? Echt? Warum bist du so schwer? Sable! Au! Du belästigst meine Leute, zerstörst meine Ausrüstung, kostest meinen Kunden Millionen. Gib mir einen Grund, warum ich dich nicht umlegen soll. Okay, wir mögen einander nicht sonderlich. Aber Lee hat deinen Kunden da drin im Gebäude. Und er bringt ihn um, wenn wir nichts dagegen tun. Wir können gegeneinander kämpfen oder gegen Lee. Aber nicht beides. Das ist meine Antwort. Jawohl. Sind wir uns einig? Du hilfst mir, Norman zu retten. Und danach keine Versprechen. Okay, gut. Lee ist außer Kontrolle. Oh. Dämonen. Rette du, Osborn. Ich rede mit ihnen. Ah, okay, rede bei mir. Freunde sind gut. Gutes Gespräch. Okay, Lee, das ist das Ende. Es reicht jetzt. Also gut, sie ist halt eine Söldnerin, ne? Sie lässt sich anheuern von dem, der am meisten bezahlt. Aber wenn sie dann für jemanden arbeitet, ist sie verdammt loyal. Muss man ja nicht anders sagen, ne? Also sie ist hier Norman Osborn gegenüber loyal eingestellt, weil das ist ihr Auftrag. Sie möchte ihr Auftrag fertig bekommen. In den Comics ist sie übrigens auch nicht unbedingt böse. Also sie ist halt, wie gesagt, eine Söldnerin, die ihre Aufträge mit Bedacht wählt, naja, gut, Osborn, für den zu arbeiten, mit Bedacht gewählt, naja, aber loyal auf jeden Fall. Das ist Wahnsinn. Ich muss zu dem Martin Lee durchkommen, den ich kenne, der Feast aufgebaut hat. Ja, ich glaube nicht, dass der heute zu Hause ist. Alter, wie der sich hier durchgeschnetzelt hat. Überall hier diese, seine komische Energie, die er da benutzt. Jetzt geht's abwärts. Ja, aber mächtig. Das ist ja interessant, das Gebäude ist ja gar nicht so hoch, aber hier in den Keller geht es ziemlich weit runter. Kehr um, Spider-Man. Das ist zwischen mir und Osborn. Naja, und was ist mit den ganzen Unschuldigen? Ich weiß von dem Unfall. Ich weiß, was mit ihren Eltern passiert ist. Der Unfall? Du klingst so klinisch wie Osborn. Klinisch? Das war doch ein Unfall. Ich hoffe, euch gefällt die Episode heute wieder. Und danke für die Unterstützung bei den ganzen Videos bisher. Yeah. Meine Eltern starben wegen mir. Wegen dem, was Osborn mir angetan hat. Sie sind mehr als ihre Vergangenheit. Machen Sie sich frei davon. Ja, echt. Ich glaube, Osborn wollte eher versuchen, ich weiß ja nicht, was mit dir los war, dir zu helfen. Und dann ist da was schiefgegangen. Also er hatte wahrscheinlich auch gute Absichten. Weil Otto war ja auch dabei. Als er noch normal war. Muss ich weiter nach unten? Oder dahin? Ich habe so sehr versucht, meine Eltern stolz zu machen, ihr Andenken zu ehren. Naja, aber das Feast-Center läuft doch gut. Da kannst du stolz drauf sein. Da werden Leuten geholfen. Sonst würde doch um sie wirklich zu ehren, muss Osborn Gerechtigkeit widerfahren. Ich kann das nicht zulassen, Martin. Wie gut das aussieht hier alles. Danke für die Tür. Das ist ein geheimer Raum, der Käfigraum im Feast, wo wir drin waren. Lees Schmerz, seine Wut, sie befeuern seine Macht. Seine Eltern. Aber Trauer hat er auch noch tief in sich. Viel. Augenblicke zuvor. Was ist das für ein Schnitt? Da schreit jemand. Augenblicke zuvor.
Dr. Michaels. Okay. Das ist die einzige Probe. Nein! Nein, Martin! Ich sagte doch, es tut mir leid. Es war ein Unfall. Ich wollte dir helfen. Du hilfst Menschen nicht. Du benutzt sie. Martin! Das bringt ihre Eltern nicht zurück. Warum willst du diesen Abschaum unbedingt retten? Ich möchte sie retten, Martin. Rache ist keine Lösung. Kämpfen Sie! Nicht gegen mich kämpfen, gegen den Konflikt in dir. Das hat er falsch verstanden. Au. Okay, kämpfen wir. Osborn muss bestraft werden. Sein Krebs infiziert diese Stadt schon zu lange. Führen wir Osborn wahrer Gerechtigkeit zu, aber nicht mit ihren Mitteln. Ich höre niemals auf. Ich glaube auch. Wow, wie schnell. Falsch gemessert. Ach komm, ich war bei ihm dran. Oh. Er leuchtet nicht mehr. Nein, nicht genug. Hier, kriegst einen Kasten ab. Oh, oder auch nicht. Monitor? Nee, da brauche ich zu lange für. Gib mal, irgendwas zum Werfen. Da. Ach, schon wieder. Von hinten. Wo bin ich denn? Das sind nicht Sie! Das hier bin ich! Genau das! Ich glaub nicht. Nein! Ach. Wie einfach da nicht angreifbar ist, wenn er das macht. Boah, wie sollst du da perfektes Ausweichen machen? Wenn es überhaupt geht. Oh, ich krieg mächtig gerade auf die Schnauze! Jawohl! Er verausgabt sich aber. Osborns Verbrechen gehen auf dein Konto! Wieso mein? Ich hab gar nichts damit zu tun! Schon gar nicht mit Osborn. Och, er greift nochmal an, ist klar. Wow! Jetzt reicht's aber! Das ist mir nicht in die Quere wieder kommen sollen! Ich bin down. Immer wenn ich versuchen will, was auf ihn zu schmeißen, dann dauert das von der Animation so lange, dass er schon wieder einen Energieangriff machen kann. Das hier bin ich, genau das. Und? Oh, diesmal hat's geklappt. Komm, 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 komm. Nein. Oh, zu früh gesprungen. Ja, komm, komm, mach eine Kombo. Na? Nee, siehst du? Da wartet man extra, bis er was macht. Oh, 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 oh. Er hat auch eine kranke Reichweite, wenn ich das so sagen darf. Okay. Kämpfen Sie, Martin! Kämpfen genau. Sie dagegen an! Nein! Osborn muss leiden! Ja! Der Dämon, oder was? Wir müssen jetzt... Ja! Das sieht aus wie ein Destiny bei den Besessenen, ey. Martin. Den Dämon besiegen? Ich bin der Dämon! Ich kann nicht mal mein... Ich kann nicht mal... Oh, ich kann meinen Spider-Bot doch rufen. Nice.
Bringt aber nichts gegen ihn, wirklich. Weg, weg, weg! Ein echt großer Dämon. Großer Dämon. Oh, da muss ich... kann ich hier schwingen? Du kannst dir ein Grab mit Osborn teilen. Es gab ein paar Schläge für mich. Schwingen wir mal ein bisschen. So. Oh, nice. Das reicht, ja, das finde ich aber auch. Das will ich hoffen. Schwingen wir wieder mal. Schwingen geht. Oh nein, wieder. Cool. Ja, danke. Mann! Nein! Ja, macht einen Brummkreisel oder was? Oh, weg, weg, weg. Holy shit. Oh ja. Komm schon. Huh. Da war der Kampf in der U-Bahn ja ein Witz gegen, ey. Sind die Kleinen jetzt weg? Mein Wille ist stärker als deiner. Nein, nein, nein. Das werden wir ja sehen. Huh. Kann ich mal fliegen? Nicht nachlassen. Er ist fast erledigt. Das sagst du so leicht. Ja, wie viel kommen da jetzt wieder an, ey? Komm. Nein, ich komm nicht rein. Scheiße, er war angreifbar. Zu viele kleine... Habe ich ihn nicht anvisieren können, richtig. Ja. Oh, oh, ich hab kein Leben. Ich hab immer noch kein Leben. Muss ich mich heilen wieder mal. Nein! Ja, geile Landung. Boah, diese kleinen Viecher, die nerven richtig. Aber ich habe keine Zeit, um die alle wegzukloppen. Ich glaube, jetzt einfach in der Luft. Und benutze meine Fokus jetzt zum Heilen. Und jetzt komm! Jawohl, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jawoll! Jawoll! Dass man nicht ein Hackentritt war, ey. In your face! Der Dämon ist weg. Immer positiv bleiben. Osborn. Muss dafür bezahlen. Ich weiß. Aber das ist der falsche Weg, Martin. Wer kommt denn jetzt noch? Oh oh. Ist das Otto? Es ist Otto. Nutzlos. Nein! Holy shit, Mann, der macht uns richtig kaputt, ey.
Auto? Dein Gesichtsausdruck. Du glaubst gar nicht, wie befriedigend das ist. Bereit für deinen letzten Akt? Er nimmt ihn mit. Und das Mittel hat er auch. Sable, Hilfe! Hey! Hey! Wo ist Otto? Weg. Aber das ist jetzt nicht dein Problem. Er muss ins Krankenhaus. Nein, kein Krankenhaus. Feast. Alter. Wo ist Martin Lee? Hat der das überlebt, den Schlag? Von Otto? Meine Güte, ey. Er ist der Letzte, ne? Wir müssen nur noch Doc Ock ausschalten. Und er hat jetzt auch noch Osborn dabei. Ei, puh. Krasser Kampf auch gegen Lee, ey. Okay. Miles, wir brauchen Heilung. Ich muss mit dem Chefarzt sprechen. Hier gibt's keinen Arzt. Wer leitet das hier? Ich hauptsächlich. Okay. Es ist lange her, aber das wird schon. Ich brauche Masken, Handschuhe, alles, okay, was steril ist. Danke. Danke mir, indem du nicht stirbst. Sag doch, die ist voll nett. Die Sable, eigentlich. Oh mein Gott. Mach doch mal vielleicht mal die Tür zu, ey. Da kann jeder reingucken. Er wird's schaffen. Aber er braucht Ruhe. Hey, immer sachte. Wo ist May? Ah, nein, sie ist ja auch krank. Das haben wir auch schon gesehen, dass sie da Blut gehustet hat. Es könnte bald vorbei sein. Verdammt. Wo willst du hin? Ich muss Otto finden. Er hat das Antiserum. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Du vielleicht nicht. Vielleicht braucht Spider-Man etwas Hilfe von seinem Freund Peter. Was? Peter half bei den Armen, weißt du noch? Wenn jemand einen Schwachpunkt findet, dann er. Schnapp sie dir, Tiger. Da war der Spruch ja doch noch. Oh, oh, die Spinne. Pfui. Jetzt krabbelt sie im Fieszentrum rum. Schnapp sie dir, Tiger. Okay. Nein. Das ist es nicht. Vielleicht diese hier? Nein. Ah. Uh-oh. Da war der Biss. Für Miles Morales. Selbst das passiert hier noch im Spiel. Dass sowas passiert, das kennen die Leute ja natürlich, also das wissen die Leute natürlich, die Comics verfolgt haben. Oder auch gesehen haben, was für neue Animationsfilme es so laufen. Aber dass das auch noch hier in diesem Spiel passiert. So viel hier, so viel los.
Der Kern der Sache abgeschlossen. Okay. Die sind doch immer MJ noch nicht wirklich recht. Fit. Ich habe die neurale Schnittstelle gebaut und kann sie auch zerstören. Okay. Es muss was im Labor sein, das ich nutzen kann. Na dann. Schauen wir mal, ob wir im Labor was finden, was er nutzen kann. Ich bin auf der... Also in der Stadt sowieso fertig mit 100%. Mir fehlt nur noch, glaube ich, eine einzige Trophäe oder so. Dann hätte ich die Platin. Also gehen wir doch hier gleich mal schnurstracks zum Labor. Um die Schwachstelle rauszufinden. Spider-Man. Ah, hallo. Ja. Oh. Ich muss diese Nummer wechseln. Jetzt muss ich New York verlassen. Die Ereignisse geben mir zu denken. Ah. Du hast Osborn gerettet, trotz seines Hasses. Beeindruckend. Ich muss nach Hause und über mein Leben nachdenken. Oh. Verflixt. Ich werde dich und deine Todestruppen vermissen. Meine Agents werden leider bleiben. Ich stelle unsere Arbeit in Frage, sie nicht. Und Osborn zahlt weiterhin. Es tut mir leid. Das sind ja fast gute Neuigkeiten. Allerdings, ich werde dich und deinen bizarren Humor vermissen, Spider-Man. Bis zum nächsten Mal. Was für eine seltsame, brutale Dame. Aber sie wird über ihr Leben nachdenken und stellt ihre Arbeit in Frage. Das ist schon mal, da hat Spider-Man doch jetzt auf jeden Fall schon mal was erreicht. Sable wird sich ändern. Und wir sind jetzt beim Labor angekommen und dann gucken wir mal. Also, Warnung, dies ist deine letzte Chance, Ausrüstung und Fähigkeiten vor dem Ende der Story aufzurüsten. Uiuiuiuiuiui. Jetzt gibt's aber jetzt ernst. Jetzt wird's so ernst hier. Das ist jetzt also der Schluss. Meine Anzüge, ich habe aber alle freigeschaltet. Die habe ich alle. Und Ausrüstung brauche ich eigentlich nicht mehr so. Damit bin ich eigentlich zufrieden. Ich hätte hier noch ein paar Geräte, ja, aber die sind, glaube ich, für den letzten Kampf auch nicht ganz so wichtig, glaube ich. Herausforderungsmarken davon. Gott, das braucht 4? Ist aber ganz schön teuer. Nee. Nee, wir gehen jetzt rein. Den Anzug hatte ich aber eben nicht an. Na, es ist wahrscheinlich storybedingt. Standardanzug des Spiels. Wir schaffen das Unmögliche, Doc. Aber ich muss es zerstören. Mit einer kleinen Eigenkreation. Er baut sich einen neuen Anzug selbst, um gegen ihn zu kämpfen. Ja, natürlich hat er gleich oben links gleich schon Pläne hängen. Wann hat er dann das bitteschön gemacht? Die sehen aus wie seine Arme, also von Doc Ock. Von Material her. Jo. Ich glaube, Tony Stark hätte es auch nicht besser hinkriegen können, oder? Sein eigener Iron Spider. Aus der Octopus-Legierung. Wow. Nicht schlecht. Und noch einmal melden wir uns mit Live-Bildern von Bürgermeister Osborn, gefangen auf dem Dach des Oscorp Tower. Soll ich etwa betteln? Das wird nicht passieren. Die Welt wird die Wahrheit erfahren, bevor sie dich vom Gehsteig kratzen. Sag ihnen, was du getan hast. Ich... niemals. Alles, was du hast, gründet sich auf Lügen. Lügen! Du nahmst mir meine Firma, meine Ideen. Jetzt die Wahrheit. Die Wahrheit.
Okay. Die Wahrheit ist, deine einzige erfolgreiche Arbeit war die mit mir. Die Wahrheit ist, du hast nie akzeptiert, dass ich besser bin als du. Du bist ein Versager, Otto. Und wirst es immer sein. Das war vielleicht die falschen Worte. Okay. Spider-Man ist auf den Weg. Mensch, jetzt gibt es immer einen harten Cliffhanger, Leute. Der eine Iron Spider hat eben noch, der neue Octo-Spider. Wie nennt man den? Octo-Spider? Er hat noch den Osborn gerettet. Und jetzt müssen wir hier in der allerletzten Story-Mission kämpfen gegen Doc Ock, Dr. Octopus, mit dem neuen Anzug. Mal gucken, ob wir auch neue Fähigkeiten vielleicht im Kampf haben. Ich denke mal, dass der einfach nur widerstandsfähiger ist, oder? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Wir haben hier echt mega geile Szenen gesehen und einen richtig guten Kampf gegen Martin Lee gehabt. Und im nächsten Video ist dann das große Finale und auch das Ende, glaube ich. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.